Ein schon ungleich komplexeres Beispiel zu Massenträgheitsmomenten ist jenes des Torus, der hier abgebildet ist. Die Masse des Torus beträgt m und die Dichte ρ ist konstant. Zu verwenden ist am besten ein Schalenelement, um die Integration geeignet durchführen zu können. Zeichne ich einmal hier die Z-Achse her und ein lokales Koordinatensystem Zeta und Xi, also im Abstand R minus halber Radius, R minus A insgesamt. Das heißt, was wir hier haben, ist so irgendwie. Das Koordinatensystem soll im Schwerpunkt liegen von dem Querschnitt, also genau in der Mitte. Dann kann man hier so ein infinitesimales Element parametrisieren. Das ist d xi dick, wenn man sich auf das xi zeta System bezieht. Infinitesimale Dicke. Und 2 mal zeta hoch. Da ist genau die Hälfte dieses Elements von der Höhe her. Und wir schauen uns das so an, dass wir rundherum gehen, also 2π sozusagen den Umfang von dem Element nehmen und dann die infinitesimale Dicke und die Höhe und daraus das infinitesimale Volumen aufbauen. Das heißt, was man hier hat, das zeichne ich Ihnen auch noch ein, der Abstand zum Schwerpunkt dieses infinitesimalen Elements, der ist in dieser Bezeichnung jeweils xi, also der Abstand in die xi-Richtung, das ist der, den man dann integriert. Von minus a bis plus a werden wir den integrieren. Und man muss natürlich den Kreis so parametrisieren, dass die Höhe auch immer dazu passt. Also der Kreis selbst muss ein Zeta-Quadrat plus Xi-Quadrat gleich A-Quadrat sein, also immer die Kreisgleichung erfüllen. Das kann man da einsetzen und daraus das Volumenselement ausdrücken. Was man noch braucht, ist ein Abstand hierher. Das ist ja R. Das heißt, der Abstand hierher, R minus Xi. So, wie schaut jetzt das dm aus? Ich schreibe hier ein Massenelement. Ja, wir können natürlich wieder sagen, das ist rho dv, das ist klar. Und jetzt ist die Frage, was ist dv? Kann man das vielleicht extra aufschreiben? Wir haben gesagt, wir nehmen den Umfang, der Radius an der Stelle Xi von Z betrachtet. Wir wollen ja alles um Z herum wissen, um die globale Achse Z. Ist 2π natürlich einmal rundherum und der Radius ist das R minus Xi. Dann haben wir mal von oben gesehen den Umfang für dieses infinitesimale Element. Ja? Und dann brauchen wir die Höhe. Die habe ich Ihnen eh hergeschrieben, die ist 2 mal Zeta. An jeder Stelle Xi ist ein anderes Zeta natürlich und deswegen kann man das so anschreiben. Und, das war es eh, Rho und das Ganze integriert über alle Xi. Das ist unsere Dicke. Dann haben wir insgesamt das Volumen und das Rho ist das Rho. Also ist das dm. Hier eingesetzt, also Entschuldigung, das war jetzt falsch. Das Rho ist ja da gar nicht drinnen. Ich habe nur dv aufgeschrieben. Das gehört da oben her. 2π r minus xi mal 2 zeta und dann ist das Rho dabei dxi. Da unten ist ja, hier ist ja nur dv. So. Und was ist jetzt das Nächste? Na, jetzt können wir noch
hier den Zusammenhang verwenden zwischen Zeta und Xi. Das A kennt man ja und kann dann, wenn wir über Xi integrieren, das Zeta ausdrücken durch A und Xi, weil ja die Höhe A abhängt davon, wo sie gerade in der Breite liegen, wegen einem Kreiszusammenhang, und deswegen muss man das Zeta noch ausdrücken, sonst würde man ein Zeta von Xi da irgendwie verstecken, das man nicht integriert, und integriert falsch im Endeffekt. Das muss man noch mit berücksichtigen. So, also wie schaut jetzt unser infinitesimales, das mache ich jetzt nämlich so, wie schaut jetzt unser infinitesimales Massenträgheitsmoment aus? Ich schreibe also ein dj um die z-Achse hin und das integrieren wir dann erst über die relevante xi-Variable. Sie können es gleich auch integrieren, aber da hat man dann sofort den Zusammenhang. Na, wie schaut das aus? Ja, der Achsabstand, dieses Quadratding von z, wenn man da in das Bild drauf schaut, ist es eingezeichnet. Also wir brauchen sozusagen unser x-Quadrat, hat es vorher geheißen. Das ist jetzt ein Abstand, ein Normalabstand von der z-Achse. R minus xi. Z-Achse, der Abstand zum jeweiligen Punkt, wo das dxi gerade lebt beim Integral, ist R minus xi von z gesehen. Ich will ja um z wissen, das Massenträgheitsmoment, deswegen muss ich es auch von dort weg messen. Und das muss man quadrieren. Und dann mit dem dm, das wir oben ausgedrückt haben, multiplizieren. Und dann das Integral drüber machen. Das heißt, für alles zusammen ist dieses infinitesimale Massenträgheitsmoment, das ausintegriert, ein r² minus 2 mal r xi plus xi², dm ist 2pi mal r minus xi mal 2 zeta rho und integriert über xi. Das ist das djzz. Und wenn Sie das jetzt von minus a bis plus a integrieren, dann kommen Sie genau auf das ganze jzz für den Körper. 2pi nehme ich noch vor und multipliziere die beiden Klammern einmal miteinander. Dann haben wir r da dritten minus r² xi minus 2 r² xi plus 2 r² xi, also nicht Quadrat, nein, Entschuldigung, r xi Quadrat, doch. So, das andere herum, genau. Plus r xi Quadrat und ein minus xi der dritten. Von dem letzten mit dem letzten Term. Wir stecken alle drinnen mal 2 zeta rho dxi. So. Dann fassen wir es zusammen und machen wir gleich noch was, nämlich jetzt setzen wir hier zeta ein von unserem Zusammenhang hier oben. Der hier ist ja zeta a² minus xi² und die Wurzel draus. Das muss man verwenden. Setzen wir ein und ich fasse gleich alle gleichen Terme zusammen und den Zwarer von hinten kann man mit dem Zwarer von vorne multiplizieren. Dann hat man im Endeffekt 4pi mal rho und eine eckige Klammer. Runde Klammer r der dritten minus 3r² xi plus 3r
Xi Quadrat minus Xi der dritten. Klammer zu und die Wurzel. A Quadrat minus Xi Quadrat. Und das Ganze integriert über Xi. Und wenn Sie das Integral jetzt ausführen, dann bleibt links natürlich JZZ stehen, das kann man sofort hinschreiben. Und rechts muss man das Integral durchführen, nämlich minus a bis a über dieses DJZZ. Schreiben wir es so. Ich schreibe es Ihnen so her. Wobei das bedeutet, die rechte Seite von diesem DJZZ-Ausdruck, damit ich nicht alles nochmal hinschreiben muss. Also wir integrieren diese gesamte rechte Seite da über Xi, von minus a bis a. Und das wird man schon auf den ersten Blick vermuten, dass das nicht ganz einfach wird, weil da alle möglichen Wurzeln und so vorkommen und Hochzahlen von Xi und so weiter. Also das muss man nicht lösen können. Das kann man in der Tabelle nachschauen, wie die Integrale aussehen. Im Endeffekt stellt man fest, es kommt was ganz Einfaches raus. Es wäre nämlich zwei von diesen, weil sie symmetrisch sind, sowieso gleich 0, wenn man von minus a bis a integriert. Und nur zwei von diesen vier Beiträgen, die man da insgesamt hat, mit jeweils Wurzel a Quadrat minus xi Quadrat, zwei davon wären verschwinden nicht. Man kriegt einmal einen Beitrag, ich schreibe mal so, zwei Beiträge bleiben über. Einmal ein a Quadrat Pi halbe und einmal ein a der vierten Pi Achtel. So, aus den Integralen rein, mit dem Faktor, der vorne noch steht, nämlich insgesamt 2 Pi Rho R, sowas habe ich rausgekommen, was halt gegangen ist. Das schauen Sie sich da dann in den Musterlösungen am besten an. Im Endeffekt ist das JZZ dann ein, lassen wir es noch so stehen, 4 Pi Rho, das ist eh das, was von hier oben runterkommt. Das kann man ja vor das Integral rausziehen, weil es nicht von Xi abhängt. Und Integral liefert das R der dritten, bleibt über und dann erster nicht verschwindender Beitrag a Quadrat Pi halbe. Und vom 3R kommt dieser zweite Beitrag a der vierten Pi Achtel. Also das sind diese beiden Beiträge, wobei man sieht, machen wir jetzt so färbig, aus dem R der dritten Beitrag da kommt dieses Ding und aus dem Beitrag kommt dieses Ding raus. Die anderen beiden verschwinden. Dann kann man natürlich da noch was rauskürzen, nämlich den 2er einmal und kriegt 2 Pi Quadrat sogar, wenn wir das Pi vorne rausheben, Rho mal R mal A Quadrat, alles was irgendwie geht, rausgehoben und in der Klammer bleibt dann nur noch R Quadrat plus 3 Viertel A Quadrat stehen. So, und warum habe ich das Ganze jetzt rausgehoben? Naja, weil da steht im Wesentlichen wieder Rho mal Gesamt V. Also da vorne, dieser Faktor da, ist wieder die Masse, die Gesamtmasse von dem Torus. Weil da haben wir das Rho einmal und das andere ist das V. Wenn Sie es vergleichen mit dem, was wir oben gehabt haben, dann ist das genau das gesamte V. Pi Quadrat, genau. Und R mal Pi steckt drinnen, das 2Pi vom Umfang. Das eine Pi kommt von der Kreisfläche, vom Querschnitt. Und so bastelt sich das zusammen. Das heißt, das ist wieder M. Und dann haben sie für das JZZ des Torus einen relativ schönen Ausdruck, nämlich einfach nur
m mal r Quadrat plus 3 Viertel a Quadrat um die z-Achse. Wobei Groß R eben der Mittelpunktsabstand von der gesamten, von der globalen Mittelachse ist. Das hier. Und das A halt der Radius, die Ausdehnung des Torus selbst.